Moin Leute und herzlich willkommen zu FIFA Orakel. Heute orakeln wir für euch die Euroleague und zwar das Spiel zwischen dem FC Basel 1893, wusste ich auch noch nicht, und Frankfurt. Mit dabei habe ich wieder einmal den F-Bro. Hallo. Und Dan the Man. Hallöchen. Dieses Mal wird Dan the Man die Frankfurter übernehmen, während wir, also F-Bro und ich, versuchen Basel zum Erfolg zu führen. Hinspielergebnis, habt ihr da was für mich? Ich sag's euch, 3:0 für Basel. 3:0 für Basel, tatsächlich. Das ist eine schwierige Kiste für Frankfurt, würde ich sagen. Denn das Spiel war ja dann scheinbar auch noch auswärts. Das heißt, drei Auswärtstore müssen erstmal her, liebe Frankfurter. Und so gesehen, ja, wollen wir uns einfach dicht hinten reinstellen und Beton anrühren, dann können wir das über die Zeit bringen. Wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall, ja. Ich glaube, in der Tat wird Basel hier kein offensives System wählen. Ich denke tatsächlich, dass sie wahrscheinlich sogar noch ein bisschen defensiver spielen würden. Oder zumindest die Außenspieler weiter mit nach hinten ziehen würden. Denn das ist ja so gesehen fast durch. Die 98 ist unser Stürmer, das finde ich stark. Cabral, sagt er dir was? Cabral, der Name sagt mir was, ja. Ich habe eben schon überlegt, als wir die Ausstellung gemacht haben. Sag mal, von Basel kamen doch aber auch so ein paar Leute, die man kannte, oder? Ja, zum Beispiel Mo Salah. Ja, siehst du mal. Touré, Abraham, Hinteregger, die Dreierkette. Ilsanka, ja, sowas würden wir, glaube ich, gar nicht spielen, aber das ist wahrscheinlich so ein Fall. Wollen die tatsächlich so spielen, die Frankfurter? Da ist das Juwel Kostic gewesen. Ja, ein Juwel, ja. Dost, wahrscheinlich nicht mehr der Schnellste, aber ein Tower. Wenn du den anflankst, ich glaube, dann wird's gefährlich. Also laut Bild, letztes Update war 4. August, 12.12 Uhr. Soll das die voraussichtliche Ausstellung sein? Na ja, gut, wenn die 3:0 verloren haben, müssen die ja auch ganz schön ranklotzen jetzt, auswärts. Das wird schwierig, würde ich sagen. Also ich in Rot, der F-Bro in Blau und Dan in Gelb und Basel hat Anstoß. Das Spiel wird doch ganz ruhig runter, würde ich sagen, oder? Was meinst du? Erstmal ein Gegentor. Was hältst du davon? Erstmal ein Gegentor, nein. Das, doch, der das ist aber schon. Das lehne ich ab. Oh, der hat den Fuß rausgehalten. Stark. So muss es sein. Ja, der Blaue noch nicht so ganz angekommen hier im Spiel. Aber doch, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Dann klappt das auch. Kleines Dribbling hier von unserem Topstar. Den zumindest der F-Pro kannte, aber nicht viel eingebracht. Und der Ball wird vielleicht auf die Außen wandern, deswegen wollte ich sie zustellen. Hier wäre jetzt natürlich schön gewesen, er hätte das Abseits auch aufgehoben, aber zum Glück ist Dost nicht der Schnellste, macht aber einen schönen Trick, schöne Drehung und ist vorbei. Kleiner Schreckmoment. Knapp sicherlich das Ganze. Schönes Dribbling, Torwart sieht auch nicht so aus, als würde ihn wirklich halten wollen, aber geht dann doch ein ganzes Stück vorbei. Auf jeden Fall schon eine erste Großchance, sehr früh, sehr druckvoll, die Frankfurter. Da muss Basel aufpassen. Also solange es geht, das 0-0 halten, ist wahrscheinlich die Devise des Trainers. Und selbst wenn das 0-1 fällt, würden die, glaube ich, immer noch nicht aufmachen. Noch lange nicht. Müssen sie auch nicht. Und ich glaube, genauso werden sie es dann halt auch machen. Schön abgefangen hier, aber auch auf der Gegenseite aufgepasst. Muss ja nicht nur einer aufpassen. Und da läuft, ja, Kostic hält den Ball auf. Kommt leider nicht. Sehr weit nach hinten gefallen, der Kostic. Kriegt jetzt vielleicht gleich den Ball auf die Außen zurück. Nee, kriegt er nicht. Und Basel, unsauber im Passspiel, macht aber nichts. Der Ball läuft. Ja, warum denn nicht? Au, Großchance für Basel. Gut gehalten, muss man sagen. Ja. Schönes kleines Dribbling, lässt er ihn aussteigen. War auch fast noch dran beim Dribbling, muss man ja sagen, aber letzten Endes dann nicht verwandelt. Schön rausgespielt, hat sich quasi selbst aufgelegt. Sehen wir gerne hier. Ah, da hat er den Laufweg nicht ganz gesehen, der Spieler. Da war oder der Passgeber, der Pass vielleicht. Entweder der Pass zu ungenau oder der Laufweg nicht korrekt. Beides muss stimmen, wissen wir, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, munterer Auftakt, möchte man meinen. Also nicht so viel Ballgeschiebe. Beide Teams suchen doch den Weg in die ins Glück, ins Tor. Hoher Ball. Leichte Unsicherheit da, aber ganz gut dann geklärt, direkt in den Gegenangriff eingeleitet. Und jetzt müsste es mal schnell gehen wieder. Und der Silva ist, glaube ich, nicht so langsam. Wird aber hier gut abgedrängt. Wird wahrscheinlich gelb geben, würde ich mal sagen. Oder sagt der Schiedsrichter sich, nee, nochmal nicht so direkt auf die Karten. Das soll erstmal weiterlaufen, das Spiel, so wie es ist. Bisher ja auch keine großen Aktionen
gegen den Spieler. Auch hier wurde ja versucht, den Ball zu bekommen. Und das ist eine gute Freistoßposition für Kostic, der ja seitdem er beim HSV weg ist, längst nicht mehr so gut ist, das wissen wir. Ja, stimmt wohl. Ganz schön abgebaut. Hat ordentlich an Wert verloren. Die Mauer muss springen, glaube ich. Und das tut sie. Und wer auch springt, ist unser Ersatztorwart. Und das macht er ziemlich gut. Das musst du erstmal bringen. Du bist eigentlich gar nicht der Stammkeeper. Aber doch, der Ball dann vielleicht ein Ticken zu langsam geflogen und dadurch genug Zeit für den Torhüter in die Ecke zu hechten. Zur Ecke gelenkt, aber Ecke ist natürlich noch keine Sicherheit. Genau, der Stammtorhüter Omlin ist mit einer Wadenverletzung leider außer Gefecht gesetzt. Du als Sportmediziner wirst mir doch sicherlich sagen können, was eine Wadenverletzung so auf sich hat. Ist es einfach nur eine Muskelverhärtung oder spricht man da schon vom Muskelfaserriss? Was wäre das? Ich denke eher an eine Wadenverhärtung. Eine Wadenverhärtung. Auf jeden Fall nicht tauglich für ein Spiel. Du sagst, er hat Muskelkater, ne? Ja, kann ich verstehen. Muskelkater. Muskelkater spielt nicht mehr. Ich kann nicht, Trainer. Ich habe Muskelkater. Ja. Ich habe Rücken. Ja, versuchte an der Außenlinie vorbeizulegen, aber war auch zu spät. Und der Verteidiger wäre auch da gewesen. Aber ein schickes Roulette hat noch nicht viel genützt. Aber doch knapp gewesen. Aber wie gesagt, der Ball da nicht lang genug, so gesehen. Dadurch konnte der Verteidiger den Ball ganz schneller laufen und es geht einfach weiter mit Ballbesitz für Frankfurt. Aber 30 Minuten bislang ohne Tor und gut aufgepasst hier von Cabral. Gibt's ja auch ein bekanntes Buch, Cabral und Liebe. Ah, oh, den fängt er leider. Der Trapp ist da. Hätten sie vielleicht mehr draus machen können. Da war zumindest nicht Überzahl, aber ähnliches Verhältnis. Die stehen sehr weit aufgerückt, unsere Verteidiger, denke ich mal. Deswegen aber, oh, wenn das mal gut geht. Aber bisher scheint das Konzept aufzugehen. Frühes Pressing da auf die Spieler zahlt sich bisher aus. Da der lange Ball nochmal raus. Kommt der Ball auch wieder rein, aber leider abgefälscht und dadurch für Trapp gar kein Problem. Und wieder schnell gespielt. Wieder versuchen es die Frankfurter mit dem schnellen System. Hat am Anfang besser geklappt als jetzt mittlerweile. Schön. Doppelpass, kommt aber nicht an. Ist zu ungenau gespielt. Cabral ist aber dran. Und dadurch vielleicht, ne, den zweiten Ball sollen sie nicht kriegen. Versucht er nur den Passweg zuzustellen. Oh, nochmal lang. Ah, da passt der Außenverteidiger auf. Hatte ich gar nicht gesehen. Die Grätsche ging ins Nix. Rode. Zentraler Umschaltpunkt hier im Spiel der Frankfurter. Aber fangen sie mittlerweile gut ab, die Bälle auf Bastost. Ein ums andere Mal. Aber die Kette hinten der Frankfurter, die ist auch nicht schlecht. Darfst du nicht unterschätzen. Die rücken immer gut raus und trotzdem ist eine Absicherung da. Aber vielleicht muss Frankfurt die irgendwann auflösen. Jetzt vielleicht nochmal. 2-3 hier in der Mitte, aber schön aufgepasst da. Ja, erstaunlich, wie schnell Frankfurt immer wieder vorm gegnerischen Tor ist. Ja, aber ich glaube, Basel steht tatsächlich auch relativ hoch. Aber dadurch fangen sie auch sehr viele Bälle ab. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber manchmal ist es dann sehr gefährlich. Schönes Umschaltspiel natürlich, aber bis jetzt kommt Basel gut damit zurecht. Schreckmoment hatte ich direkt am Anfang, als Bastos da relativ frei zum Schuss kam, den Ball aber nicht ganz sauber getroffen hat. Vielleicht war es der falsche Fuß oder vielleicht hat er ihn einfach nur nicht gut getroffen in dem Moment. Das ging auf jeden Fall sehr schnell los. Ich glaube, das war direkt eine der ersten Aktionen des Spiels schon. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, bereits in der 9. Minute hat er die komplette Abwehr aussteigen lassen und dann verreißt er den knapp. Vielleicht doch eher die kurze Ecke die bessere Wahl gewesen. Aber im Nachhinein, immer schwer im Nachhinein. Der Freistoß auch gefährlich, schön über die Mauer gezogen, die springt auch nicht, hat vielleicht mit einem Flachschuss gerechnet. Und das war sowohl ein schöner Schuss als auch eine schöne Parade. Kann man so sagen, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Insgesamt ein abwechslungsreiches, wenn auch noch torarmes Spiel. Schüsse gar nicht mal so viele, aber viele Szenen in den Strafräumen. Es ging sehr, sehr schnell hin und her. Ballbesitz wird gar nicht so groß geschrieben. Schussgenauigkeit, ja, wäre die bei 100% bei Frankfurt, hätten wir ein Problem gehabt wahrscheinlich. Passgenauigkeit bei Basel kann noch etwas besser werden. Die von Frankfurt ist schon recht gut. Aber ab und an, die wichtigen Bälle kriegen wir dann gerade auch noch so verteidigt und abgefangen. Wollen wir mal gucken, wie jetzt in der Halbzeit vom Trainer reagiert wird. Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Du kennst das System besser als ich. Ja, ich hatte tatsächlich schon mal geguckt. Ja. Der Frei, der sagt uns ja was. Ja. Den würde ich gerne nochmal bringen für den Thunderwerf. Das finde ich in Ordnung, das sehe ich direkt, ja. Woran liegt das nur? Und wir haben
wenn du magst, auch noch zwei schnelle Außen. Der ja. Petretter zum Beispiel, gegen den doch sehr müden Wolfswinkel. Ja, das würde ich auch sehen. Wir haben viel über Außen gespielt, tatsächlich. Die sind dadurch auch sehr müde geworden. Können wir genau. da in der offensiven Zentrale noch wechseln? Ich denke schon, dass wir es können. Wer ist dieser Zuffi? Mit Zuffi hätten wir einen sehr ausbalancierten Spieler. Kann schießen, kann passen. Dann nehmen ist wir nicht den der langsamste. Das kann defensiv was reißen. Also dreifach wechselt eher im zentralen Bereich. Der Stürmer, ja, er hat es auch schwer. Der prallte da immer auf diese riesen Abwehr rein. An sich fand ich den sehr agil, beweglich und gut, aber wir kamen halt nicht komplett durch mit ihm. Eine gute Chance hatten wir. Die hatten wir jetzt auch gar nicht in der Zusammenfassung gesehen, glaube ich. Ne? Da hatten wir einmal mit dem Passweg das so durchgespielt. Da wäre die Chance gewesen für Basel, das Ding schnell zu machen. Ja gut, aber kann ja auch nicht alles sitzen. Was macht Frankfurt? Frankfurt möchte offensiver aufstellen. Das glaube ich. Wechselt defensive Mittelfeldspieler aus für offensive. Ja. Kräfte. Da muss jetzt ganz viel passieren vorne. Viel auch über Tempo jetzt vielleicht noch? Ja, ich denke mal, so wird das jetzt aussehen müssen. Wirst du für Pressing sorgen im Mittelfeld? Wie wird's laufen? Wir werden sehen. Soweit die Wechsel. Bei Basel sind wir durch. Ja, ich bin auch durch. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie die zweite Halbzeit laufen wird. Anstoß hat Frankfurt, spielt von links nach rechts in den weißen Trikots. Versuchen das gleich wieder zuzustellen. Vielleicht spielt Frankfurt jetzt auch etwas langsamer. Dadurch vielleicht dann noch sicherer in den Pässen. Oder es bleibt das schnelle Umschaltspiel. Oh. Das wird sich jetzt zeigen, aber da ist mal ein Ball abgefangen. Nicht ganz ungefährlich, das Ding. Ah, Doppelpass funktioniert nicht ganz. Schade, sonst hätten sie ein bisschen Raum gehabt. Aber hier wieder gut abgelaufen von Petretta. Den haben wir auch gebracht. Sehr gut. Hat sich schon ausgezahlt. Als Außenspieler. Da hat er gelauert. Da hat er gelauert und es hat sich bewährt. Ja, den hat er abseits gestellt. Müsste abseits. Ist kein Abseits. Doch, ist abseits. Ich wollte schon sagen, ich habe ihn extra durchlaufen lassen. Sonst hättest du dich bei mir beschweren dürfen. Ich bin dann den Schritt nicht mehr mitgegangen. Da bin ich rausgelaufen. Hat gereicht. Da war der neue Mann, der Schindler. Da wäre er schon wieder schnell durch gewesen. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Er hat sehr lange gewartet, der Assistent. Aber klar, wenn du hier was verhinderst und du hast es dann falsch verhindert, das geht natürlich auch nicht klar. Ah, wollten sie mal ein bisschen den Ball weiter verteilen, damit der Druck nicht direkt da ist. Aber der Druck ist wieder direkt da. Ball auf der Außen. Aber gut, diesmal gut aufgepasst. Bisher gefällt mir das ganz gut, was Basel da in der Verteidigung leistet. Nur offensiv, die Pässe momentan im Mittelfeld schwierig. Aber auch gut die zugestellt Pässe sind vielleicht. Sehr ungenau. Ja. Die Pässe sind sehr ungenau. Vielleicht wollen sie da auch zu viel mit dem Pass erreichen. Jetzt haben sie aber mal ein bisschen Raum. Ah, auch der wieder zugestellt. Er hätte ja auch auf den Ball zulaufen können. Die rennen alle gefühlt weg vom Ball. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. So, ich hab's. Und jetzt vielleicht Chandler? Ne, verliert den Ball. Alles wichtige Zeit für Basel. 63. Minute. Die Anfangssequenz auf jeden Fall schon mal gut überstanden. Und hier wieder gut zugestellt. Vielleicht zu durchsichtig das Spiel. Zu eindimensional. Ich versuche ihn in der Mitte zuzustellen. Ja, ist ein bisschen wie beim Handball gerade. Zum Gegner. Also sie machen das gut. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen Entlastung für die Abwehr. Ne, kommt nicht ganz an. Schade. Die Abwehr von Frankfurt steht sehr gut. Ja, das muss man auch sagen. Die von Basel auch. Ja, das ist richtig. Aber hier wird so viel zugestellt. Da bewegt sich Basel manchmal zu langsam zum Ball. Oder halten die Spieler zu lange den Ball? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es dann schwierig, Pässe an den Mann zu bringen. Jetzt haben sie mal ein bisschen mehr Platz, auch über außen. Bringt den Ball ganz lang. Oh, Trapp, unsicher. Eckball. Darf eigentlich nicht passieren. Ja, da hat er keine Lust gehabt zu fangen. Der wäre wahrscheinlich sogar übers Tor weggeflogen, aber er wollte sehr, sehr sicher gehen. Hätte er aber nicht tun brauchen, glaube ich. Mach den Sven Bender Gedächtnisschuss. Nee. Wieder das Umschaltspiel. Guter Abwurf auch diesmal von Trapp. Hat er seinen Fehler quasi wieder gut gemacht, aber hier auch wieder gut aufgepasst. Ah, er braucht zu lange. Er braucht zu lange, hätte er früher spielen müssen.
ist ihm dann auch klar, sowas kann dann mal ganz schnell gefährlich werden. Ja, halten den Ball jetzt lange. Aber auch hier gut. Dribbling verhindert. Oh Mann, die zweite Halbzeit ist keine schöne. Aber auch das leistet der Fußball. Oh. Ach je, aber der Schiess Schändler hat erst einmal die Chance. Und das ist Aluminium, das ist jetzt auch noch Pech. Es passt alles zusammen. Pleiten, Pech und Pannen. Oh, was ist denn hier los? Vielleicht hat Basel auch schon vor Spielbeginn, in der Halbzeit schon so ein kleines Schlückchen genommen. Ein guter Kräuterschnaps. Ja, um sich auch nicht, also um sich zu desinfizieren natürlich. Natürlich. Corona soll ja entgegengewirkt werden. Ich hab richtig Angst hier. Keiner will den Ball mehr haben. Das Pressing ist zu hart. Aber jetzt ist doch noch mal ein bisschen Raum da. Vielleicht. Da brauchen sie nicht mehr. Spiel ist durch. Eine Nullnummer. Mit Chancen es besser zu machen. Frankfurt trifft zwar noch den Pfosten. Insgesamt reicht es nicht. Druckvoll ja. Zielführend leider nein. Aus deutscher Sicht gesehen. Basel spielt es souverän runter. Souverän. Sieht anders aus. Wir wollten unsere Passgenauigkeit verbessern. Wir haben sie nicht wirklich verbessert. Ich denke auch, wir haben es, wie es ist. Einige versuchten Einzelaktionen und es ging schief. Andere versuchten geniale Pässe und es ging schief. Ja. Ja, das ist schwer zusammenzufassen. Wollen wir mal gucken, was wir da aus der zweiten Halbzeit noch sehen werden. Hier nochmal der schöne Freistoß von Kostic, von dem wir eigentlich einiges abkriegen sollten. Das hat sich dann zum Glück letzten Endes in Grenzen gehalten. Wenn der gepasst hätte, wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre. Aber so fehlte irgendwie, also dadurch, dass kein Tor fiel, das hat diesem Spiel, glaube ich, auch viel genommen. Wäre hier ein Tor gefallen, wäre hier ein bisschen mehr passiert, glaube ich. Also Basel mit zwei Schüssen ganz gut dabei. Die kommen, glaube ich, beide aus der ersten Halbzeit. Frankfurt allerdings auch nicht so viel durchgekommen. Also da sind sehr gute Abwehrreihen aufeinander geprasselt. Sehr viele Zweikämpfe auch, also relativ viele für FIFA. Aber sehr fair alles. Schussgenauigkeit war bei uns weiterhin gut. Die Passgenauigkeit hat er seitdem noch abgenommen. Die wäre fast noch in den 60er-Bereich gefallen. Ja, kann man besser spielen. Ob das Ganze so ausgehen wird oder ob vielleicht Frankfurt das Wunder schafft und viele Tore schießt. Ich denke aber auf jeden Fall, dass Tore fallen werden. Also, das Wunder, ich glaube, von Basel dann? Ja, vielleicht. Ne? Aber Tore werden, glaube ich, fallen. Ich glaube nicht, dass es nur 0 ausgeht, aber vielleicht liegen wir richtig. Auf jeden Fall danke wieder für euch fürs Mitspielen. Bitte, bitte. Gerne. Spaß gemacht. Und für den Rest fürs Zuschauen. Und würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.